Herzlich willkommen zurück zu Spyro The Dragon. Folgendes, wir stehen jetzt hier und wir haben hier unsere Helferfäden. Das heißt, ich könnte mich einfach hier gekonnt fallen lassen. Und da sind sie. Diesmal war es jetzt nicht sauber von der Animation, aber ich finde es so cool gemacht einfach. Warum sieht das grafisch auch mega schick aus? Kannst ja gar nicht unter Druck gucken. So, warte mal. Hier. Wollen wir rüber, weil das ist unser Eiertyp. Cool. Und fast die 300 voll. Also die Eier sind dann, glaube ich, wichtig, um die letzte Welt oder so freizuschalten. So, warte mal, und hier kommst du dann wieder. Ah, okay. Wieder dasselbe Schema. Du wirst dann jetzt runterlaufen können und dann kommst du oben da wieder raus. Dafür ist die Plattform da, um das Ei zu bekommen und ein paar Sternchen. Das dürfte alles sein. Cool. Mhm. Das war das. Haben wir hier? So, folgendes. Ich würde jetzt hier wieder zurück. Achso, und jetzt, ah, guck mal, allein wie die Stadt da durchschimmert oder die Türmchen, ist ja keine Stadt. Aber in meiner Vorstellung ist das eine Stadt. Ja, schon cool. Na dann, Rückwärtssalto. So cool. Ich hoffe, die sind jetzt in jedem Level dabei. Okay. Wieder da oben hin. Aber wir müssen jetzt an den Level-Anfang kommen. Ich weiß nicht mehr, wo das Ende war. So ist er voll. Oh ne, wir müssen jetzt hier zurück wahrscheinlich. Da sind wir nicht durchgekommen. Warte. Okay, warte. Kann das sein, dass wir da von der Empore hier rein müssen? Wieso kommst du hier nicht rein? Ah, warte, guck mal. Sag nicht, hier ist der Anfang. Nee, da sind Leute. Okay. Du wirst ja wohl nicht von... Wieso schon bereitstehen? Von da wirst du ja nicht da hochkommen. Das wäre Schwachfug. Aber vielleicht von der... Okay, von da drüben, ne? Wenn ich mich jetzt fallen lasse. Cool. So, und jetzt kann ich nämlich von hier... Okay, ah ja, das war vielleicht noch nicht richtig. Wo habe ich gespeichert? Da, okay. Na, okay, so nicht. Sondern wahrscheinlich doch irgendwie der höchste Punkt. Okay, ja, ich dachte, ich probiere mal ohne das Gleiten gleich zu drücken. Oh, ich kann tiefer, okay. Wie soll ich denn das? Vielleicht geht's aber auch nicht von hier. Ah, ich glaube, jetzt habe ich schon wieder irgendwas. Ich muss nach oben drücken, glaube ich. Ein bisschen lernen. Vielleicht auch zu früh. Wir hatten es ja eben fast geschafft. Vielleicht aber auch von dem Mittelding. Ja, kannst vergessen. Irgendwie, ach, das ist noch nicht so ganz richtig. So, höchster Punkt und nach oben. Nee, nicht von hier. Kann aber sein, dass ich von hier darüber. Ich kann mir aber nicht vorstellen. Also hier ist nach Hause.
Ich müsste zum Anfang zurückkommen. Das könnte gut sein, dass das der Anfang ist und ich hier wieder zurückkomme. Ja, okay. Da war das mit zu Hause. Dann gehe ich hier mal wieder. Okay, gegen die Wand. Das wird spannend. Ist ja schön. Hä? War ich hier noch gar nicht, oder was? Nö, ich möchte das nicht. Bitte, 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 bitte. Wo kommt ihr denn her? Hä? Weil, ist das eine andere Seite? Wie einfach vollkommen wehrlos dasteht. Okay. Nee, hier war ich. Hä, was? Okay. Wer bist du, die Zahnfee? Nee. Hä? Okay. Oh, schlecht. Ja, vielleicht will ich mir ihn kurz nochmal abholen lassen und das war mit Absicht. Oh, jetzt hast du eine richtig schöne Animation auch dabei gehabt. Sehr cool, wie er dann einmal automatisch Feuer speit. Wobei, hier war noch eine, ne? Hier war noch eine. Cool. So, jetzt müsste man aber gucken. Das ist ja woanders jetzt. So, wichtig. Okay, einer kann noch. Schön, dass du hier nicht runterfallen kannst. Interessant. Ja, aber von wo komme ich denn dann? Na gut. Aha, von hier. Ach, clever, okay. Und die geben natürlich auch Punkte. Das heißt, folgendes. Oh, das kriege ich gar nicht hin. Wird lustig. Okay, aber von hier kann ich dann weiter progressieren. So cool. Okay. Pfium. Und renn, Spyro. Wie ich das einfach voll vergessen habe. Na gut. Da waren wir nicht mehr so mutig. Kann das sein, dass du das andere nicht bekommst? Doch. Aber vielleicht mit drumherum fliegen? Das wäre lustig. Weil wir sollen das. Na, okay, die eine wäre vielleicht noch drin, ne? Das war ja ziemlich knapp. Speichern. Ich guck mal, das muss sie. Ja, das ist der Anfang wieder. Okay. Ein Glück habe ich gespeichert. Ja. So, das ist der Anfang. Was ich mich jetzt frage, wenn ich mir das Küsschen abhole. Ja, ist okay. Ist hier nicht. Ja. Ist hier nicht die Höhle? Ja, ist er. Na, okay. Dankeschön, danke. Jetzt keine Lecks, keine Zeit dafür, sehr gut. Alter, die Geräusche gerade. Es war so knapp. Danke, ich will einfach nur den Kuss immer wieder. Fährt ungemein sanfte Lippen, muss man mal ehrlich sein. Mann, es ist doch blöd. Stirn hat gerade wirklich gejuckt. Versuch's hier nochmal. Ah, okay, falsch.
war besser als gedacht. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann geht's auch nicht. Naja, gut. Oh Mann, es ist doch zum Mäusemelken. Zum Mäusemelken, okay. Och nein. Bitte. Oh, und jetzt auch noch ein Leck oder was? Ja. Es könnte klappen, ne? Aber beide Richtungen. Ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass die andere richtiger ist. So, okay. So, da dann. Ja, das war schon wieder die schlechte Kurve. So, nicht hängen bleiben. Okay. So, da ist er. Okay. Mach doch! Dankeschön. Oh, wie mich das genervt hat, ey. Okay, sehr schön. Und jetzt wieder Entspannung. So, jetzt haben die gegen ihn gekämpft und jetzt... Jo, hast du Bock zu laufen? Was ist denn jetzt mit mir los? Ein vom Herz hat Fakt. So, warte mal, hier. Okay. Läuft eigentlich mega gut. Ja, hier finde ich den Hintergrund schon wieder schicker. Oh, hat was. Okay. Weil die teilen ja auch ordentlich aus. Sag mal, immer dieses Hängenbleiben. 141 geht in die richtige Richtung. Ich glaube, der eine Treffer wäre sogar noch okay. Ich habe ihn bekommen. Wenn es darum geht. Vielleicht sollte ich den auch erstmal stehen lassen. Ich wollte mal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Ne. Doch, da oben. Na gut. Aber alle Spinnen sind weg. Ist das ein schönes Gefühl. Den Weg kenne ich ja jetzt zumindest. Fast. Voll cool, dass ich das noch entdeckt habe. Aber auch mehr zufällig, ne? Hör, da sind... bin woanders. Könnten wir es natürlich wieder abholen. Thank you. Ja, so muss das. So. Sehr cool. Dabei ohne könnte es halt hier ein bisschen schwerer werden, glaube ich. Ich glaube, so wird's nix. Ne. Da ist TP. Müsste ich den Mager erst bekommen oder was?
Nee, ich muss von da oben darüber springen. Okay. Kriegen wir alles hin. Ja, das wäre das Landen mit Feldtaster nach unten. Arbeitest du dich aber natürlich trotzdem ein Stück vor weiter. Blöd ist, dass du dann immer mit Rennen aufhören musst, aber geht eigentlich. Ein bisschen Gewöhnungssache. Dann erst X drücken, Y, ansonsten macht er seinen kurzen Sprung. Der taugt natürlich nichts. Genau das meine ich. Ist so cool, ey. Was mich aber auch wundert. Ich dachte eigentlich, das funktioniert. Na gut. Ist nicht gut. Gar nicht gut. So, warte mal. Machen die Zauberer irgendwas? Weil ich glaube, ich mache es mir wieder schwerer, als das sein müsste. Hätte den Zauber. Ich hätte den unten, der hochschießt, nicht wegmachen sollen, ne? Komm ich denn. Na gut, von hier könnte ich da rüberkommen. Okay, jetzt ist wieder blöd. Ungünstig. Dankeschön. Achso, na okay, hier sind Haltebarken. Hätte ich auch früher mal auf die Idee kommen können. Dann wieder sowas, wenn ich das Video schneide, sage ich mir dann, ey, das sieht man doch sofort. Aber manchmal beim Spielen selber bist dann echt blind. So, mit dem anderen Schaf sollte das. So, nämlich, perfekt. So, stehen wir gut da. Cyrus. Meine? Bitte unternehmen etwas gegen diese grünen Druiden. Sie verschieben alles um uns herum. Klang ein bisschen abgenervt. Okay. Machen wir aber natürlich. Lassen wir uns gar nicht lumpen. Was haben wir hier? Nichts. Ich hätte von hier einfach noch da drüben hinnehmt. Mal sehen. Okay, cool. War vielleicht auch dem nicht so rum. Ah, sieht mir so aus, als müsste. Ah, okay. Jetzt müsste ich jetzt wieder zur Fee hoch. Hab hier voll die dämlichen Laufwege gemacht. Na gut. Wird schon. Ja, so langsam. Okay. Mal sehen, ob ich da ihren Kuss brauche. Ich hol mir einfach ab. Glück gehabt. Ich glaube, ich speichere. Bewegt sich das noch? Ne. Da siehst du die Fee. Ist das Schatten? Ne, ist kein Schatten. Ich hab einen Schatten. Wir sind so nah an der 500 dran und ich weiß auch, wo das ist. Hä, haben wir über 500 gleich oder was? So muss das sein. Okay. Und hier ist nämlich das Ziel gleich. Komme ich nicht auch von hier ran? Ja, geil.
Sehr, sehr schön. Ah, ganze Level gemeistert. Hat lange genug gedauert. Hätte man natürlich viel kürzer machen können, aber gut. Nur erstmal war, glaube ich, okay für das, was das war. Ja. Schon. So, und dann müssten wir eigentlich hier weiter. Alles andere haben wir. Libelle ist auch gekräftigt. Achso, wir sollen ja. Ja, gut. Ja. Weiß Bescheid. Aber erstmal den beiden weghauen war vielleicht gar nicht mal so dämlich. Lustig. Der ist weg, ne? Er ist weg. Sehr gut. Der gibt auf jeden Fall noch Punkte. Da. Nehmen wir auch mit. Und den Drachen. Bolda. Schöner Name. Diese Pforte führt zu einem besonderen Ort, an dem du fliegen lernst. Ich weiß noch, als ich ein ganz junger Drache war und mir meine Flügel verdiente. Fliegen lernen. Alles klar. Okay, 41. Crystal Flight. Ist wieder ein Fluglevel, ne? Also. Wird eine Überraschung, aber ich glaube es fast. Crystal Flight. Wie schnell das ging, 3600 fast. Ja, es wird ja auch schon wieder. Wird da nichts. Kann ich den nicht irgendwo anspielen? Das ist schon mal bisher sinniger aufgebaut. Habe ich das Gefühl. Einer fehlt noch von den Ringen. Erstmal. Bitte Spyro. Donkey Kong. Ey, wäre ich da mal nicht hängen geblieben. Da. Da sind die Kisten, aber. Wie neuer Versuch? Nein. Zeuge. Das ist nicht so mein Level. Hätten wir besser machen können, aber damit bin ich schon zufrieden. Mir ist wichtiger, alle Eier zu finden und alle Drachen. In den normalen Leveln können wir ja voll machen, solange es Spaß macht. Ja, gut, können wir machen. Gar nicht mal so schlecht. Sehr gut. Dankeschön. Okay. So, das war das. Nehmen wir ihn hier nochmal weg. Oh. Oh, gucke, da gibt es Drachen. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gegner stellen halt eigentlich. Ne, doch, hier der eine Gegner, der war ja wirklich schwierig. Der Wirbelwind-Gegner. Das ist lustig. Der Zauberer von den Geräuschen. Schon lustig. So, da hinten ist unser Ballon-Heini. Cool. Dass du den auch schon aus der Entfernung siehst. Okay, da unten geht's auch lang, aber alle guten Dinge sind hoch. Na komm, wir gehen erstmal hier lang. What? Als ob ich nicht gegen ihn gerannt wäre. Schweine. Okay, speichern. Ja, cool. Mach weiter. Na gut. Mach mal so. So, und hier. Das sieht ja voll merkwürdig aus. Was macht ihr? Okay. Ich wollte es ja mal wissen, sorry. Ja, ist okay. Ist okay.
Und voll. Schön, schön, die Framerate. So, was? Lohart. So, was erzählst du mir? Tuku, der Ballonfahrer. Danke, Spyro, dass du so viele unserer Eier gerettet hast. Komm an Bord und flieg mit in die Welt der Beastmasters. Haben sie halt nicht übersetzt, ne? Bleib hier. Danke fürs Angebot, aber noch nicht. Gehen jetzt erstmal ins Blowhard. Begegnung mit Blowhard. Okay. Wird schon. Okay. Das war wichtig. Schwierig? Sehr gut. Okay. Nehmen wir. Toll. Sehr gut. Bloß wohin? Vielleicht hätte ich Gegner dahin lenken können? Schwierig. So, dann schauen wir mal. Okay, ab geht's. Ja, weil, ne, hätte das halt runterfallen können. Schwierig, schwierig. So. Wie die alle immer eine Regenwolke über dem Kopf haben. Hat vergessen. Der eben hier. Okay. Vergiss es. Lass mich raten, 500. 400, sag mal. Nur ein Drachen oder was? Schon cool. Oder hier mit der Sonne, ne? Die Sonne, die untergeht. Scheint hier den Turm an. Könnte man so ein bisschen reininterpretieren, ne? Hier auch. Die eine Seite ist hell. Die andere Seite ist dunkel. Krass. Oder? Ich würde sagen schon. Wie sie hier mit der Beleuchtung gespielt haben, nicht schlecht. Oh nein, nein, nicht wieder der Wirbelwind-Typ. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Wer bist du denn? Kein Plan, was hier gerade passiert ist. Okay, hier kommen wir anscheinend wieder zurück. Ja. Schöne Texturen. So, und dann ab ins Glück. Ja, scheint ein bisschen größer zu sein, das Level. Da haben sie nicht zu Ende designt, eine Frechheit. Das sind lustige Gegner. Hey! Dankeschön. Rauf da. Glück gehabt. Aber erstmal leicht angeduckt. Ey, die Geräusche von denen. Oh nein. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Ja, Polnis. Beim ersten Mal war es einfacher. Okay. Lustig. So, drüben sind wir. Ich höre schon wieder den nächsten. Okay, da sind die nächsten wieder am Werke.
Ah, ja, yeah, haben wir einen Drachen. Finde ich schön, dass du immer so kleine Safe Spaces hast. Ja. Wer hat's gedacht, die Edelsteine einzusammeln? Mehr als die Hälfte haben wir schon. 400 insgesamt, ne? Alter. Alter. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich in diesem Kristall gefangen war. Ich weiß es auch nicht. Wer bist du noch gleich? Nichts wie weg hier. Niedlich, okay. Aber wie es weitergeht, erfahrt am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend. Und in 3 Tagen geht's weiter. Bis dahin.